über 20 Jahren freundschaftlich verbunden, deswegen darf ich ihn auch Pelli nennen. Alles andere wäre schwierig für mich. Aber Pelli, ich weiß noch, wie du mir mal erzählt hast, dass du 2003 in New York verhaftet worden bist mit einer irischen Friedensnobelpreisträgerin. War das so deine Zeit, wo du als Friedensaktivist begonnen hast, oder was steckte dahinter? Ja, könnte man sagen. Also ich glaube, jeder, der in einer Großfamilie groß wird, weiß, dass es auch Streit geben kann. Sei es um ein Bett oder ein Zimmer oder Platz, Position, was auch immer, in der Familie, in unserem Fall in einer Band. Und ich glaube, da hat schon der Friedensaktivist in mir angefangen, versucht, Frieden innerhalb der Band, der Family oder ja, zu stiften. Und es gab eine Situation, das erzähle ich mal, ohne Namen zu nennen. 5 Minuten vor ein Konzert haben sich 2 meiner Brüder richtig geboxt, backstage. Und ich als 11-Jähriger bin dazwischen und habe gesagt, hört auf, hört auf. Und die waren so, du hättest dich verletzen können, wie wagst du es hier zwischen uns zu kommen? Und dann haben sie aufgehört und dann waren wir auf der Bühne und alle haben professionell die Show durchgezogen. Der eine auf der Seite und der andere da. Und das war wahrscheinlich so die Geburtsstunde, aber nach außen getragen, also in die Welt, ist tatsächlich das Jahr 2003, ja, wie so ein Startschussjahr gewesen. Ich hatte in Berlin 500.000 Demonstranten aufgerufen, 1 Minute zu schweigen für den Frieden. Und dann war ich in New York mit Merit McGuire, diese Friedensnobelpreisträgerin. Und wir haben vor den Vereinten Nationen einen Akt des zivilen Ungehorsams getan, in der Hoffnung, die Vereinten Nationen auch dazu zu kriegen, ein Emergency-Zusammenkommen des Weltsicherheitsrats 2 Tage vor diesem Krieg in Irak. Und ja, seitdem sind immer wieder verschiedene Aktionen zustande gekommen. Und seit 2018 das jetzt mit der Peace Bell. Und von daher, ich glaube, Frieden wollte ich schon immer. Erstmal den inneren Frieden und den familiären Frieden. Und später, als erwachsener, junger Mann, kam dann die Sehnsucht auch nach außen hin mehr zu machen. Ja, mich beeindruckt es immer wieder, wenn man bei einem deiner Konzerte ist, auch schon vor der Peace Bell, dass du in all dem Trubel, in all dem, wo Leute sich freuen, und viele sind ja auch heute in Paderborn, dann sagst, ich lade jetzt ein, 1 Minute zu schweigen für den Frieden. Und so ist ja auch die Idee entstanden für die Peace Bell. Sänger müssen etwas zum Klingen bringen. Und du nimmst immer auf die Tournee auch diese Peace Bell mit. Und sie wird einmal geläutet. Und sehr beeindruckend, wie das auch durch die Menschen geht. Die Peace Bell, aus Kriegsschrott gegossen. Aus Kriegsschrott, wo damals Glocken vernichtet wurden. 150.000 im Ersten und im Zweiten Weltkrieg eingegossen mit in diese Peace Bell, um sie neu zum Klingen zu bringen. Also dort, wo Lebensvernichtung angesagt war, mit Glocken, die zum Lobe Gottes und zum Wohl der Menschen einladen sollten, die jetzt wieder einen neuen Klang bekommen sollen, aus Schrott den Menschen neu zu zeigen, wo gibt es Wege der Versöhnung und auch zum Frieden. Warum machst du diese Aktion? Was willst du den Menschen damit sagen, wo sie überall auch schon gewesen ist? Es gibt ein Zitat von Mutter Teresa und sie sagt, Gott spricht in der Stille des Herzens. Und als ich im Kloster ging, hatte ich es sehr, sehr schwer mit dem stillen Gebet. Der Tag fing ja sehr früh an, da wurde eine Dreiviertelstunde still gebetet und in mir war so viel Krach, kreative Inspiration, Verarbeitung der Vergangenheit, Projektion in die Zukunft. Es fiel mir sehr schwer, im Hier und Jetzt zu sein. Und die Stille hat mir einfach geholfen, meine Gedanken, meine Gefühle erstmal wahrzunehmen, weil ich war ja ein sehr extrovertierter Mensch,
gehört ja auch zum Künstler dazu, dass man immer in der Darstellung ist, in der Manifestation, aber diesen inneren Menschen zu entdecken, das ist ein bisschen wie Tauchen gehen. Man findet, wow, eine schöne Koralle, man findet aber auch tote Korallen und dann will man das entfernen und dann, oh, hier ist aber ein krasser Fisch oder es ist ja Seelentauchen, ja, still werden, in sich hineinkehren, innehalten, horchen und wenn man noch gläubig ist, dann gibt es ja diese stille kleine Stimme, die man die Gottesstimme nennen könnte, die in unserem Gewissen auch spricht. Und ich glaube, ja, ich versuche einfach mitten in ein Pop-Rock-Konzert eine Minute mit Tausenden von Menschen kurz mal die Klappe zu halten, weil es ist so laut. Es ist so laut auch da oben im Kopf, im Herzen. Und wir sind so beschäftigt mit Aktivismus und tollen Dingen. Und das ist gut, dass es das gibt. Aber ich merke nur bei mir selbst, wenn ich still bin, komme ich auf bessere Gedanken, komme ich auf bessere Entscheidungen und ein besseres Handeln. Und ja, ich glaube, es würde uns allen gut tun, mehr zu schweigen, mehr zu horchen und mehr sich selbst zu sortieren. Und dann vielleicht auch sein besseres Selbst anderen zu geben. Weil wenn man keinen inneren Frieden hat, dann, ja, weiß ich nicht, dann kann man auch, man kann ja nichts geben, was man nicht hat. Und diese Friedensglocke ist ja schon an vielen Stationen gewesen, bekommt auch mehr Stationen. Es wird nächstens eine neue geben, die jetzt auf deiner neuen Tournee ja auch mit unterwegs sein wird. Aber was ich immer gut beim finde, er hat so eine treffende Bildsprache, die fällt uns manchmal in der Kirche nicht leicht. Wenn du so sagst, ja, wenn ich beichten gehe, das ist wie eine Dusche für meine Seele. Oder wenn ich daran denke, dass die letzten 20 Jahre für dich ja auch existenziell sehr schwierig waren. Viele können es, man steht ja immer unter Mediendruck, der so mit da ist. Aber ich weiß noch, wir standen vor dem Weltjugendtag. Und für dich stand eine Lebenskrise an. Wo orientiere mich, in dem Gewühl einer der bekanntesten Gruppen zu sein und auch die Frage des Glaubens, wie kann ich es leben? Und dann ins Kloster zu gehen, sich bewusst zu entscheiden, meiner Berufung nachzugehen. Ich weiß noch, wie ich eine SMS von ihm bekam. Ich habe mein Handy, meine Kreditkarte und meine Gitarre abgegeben. Und diese 6 Jahre erfüllt für dich, aber die dich auch irgendwo in der Entscheidung krank gemacht haben, weil du gespürt hast, die Gabe Gottes ist die Musik und das auch mit den Verantwortlichen im Kloster überlegt hast. Dann später, und da war er auch schon mal in Paderborn übrigens als Mönch, und da haben ihm manche dann auch ein Herz umgehängt auf dem Libori-Fest, aber später dann den Weg wieder zurückzufinden auf die Bühne, in die Welt, sich neu in die Jugendliebe zu verlieben. Wir haben 3 Tage Hochzeit in Irland gefeiert. Und dann schreibst du, ich habe im Grunde jetzt die Klosterzelle in mir. Was hast du mitgenommen aus dem klösterlichen Leben? Wo gibt dir Glaube und Gebet eine Kraft? Und wo kannst du das in deinem Gewusel bei Sing My Song oder auf der Bühne, jetzt auch in alle möglichen großen Stadien mitbekommen? Was heißt das? Die Klosterzelle lebt in mir und aus dieser Kraft kann ich auch Kraft schöpfen für das, was ich tue. Ganz konkret heißt es einfach, die Praxis des Gebets in dem Alltag zu leben. Also das Erste, was ich morgens tue, wenn ich aufstehe, und das Letzte, was ich tue vorm Schlafengehen, ist zu beten. Und damit meine ich, dass man auch ein Du anspricht, also Gott. Für mich ist Gott nicht nur eine Wirklichkeit, sondern die Wirklichkeit. Er ist the Mastermind hinter diesem ganzen unglaublichen Universum und hinter jedem Mikrokosmos, den jeder von uns ist. Und wir leben in Gott so wie Fische in Wasser. Wir nehmen das nicht so immer wahr. Wir denken, oh Gott, wo bist du? Aber eigentlich ist die Frage, wo bin ich? Bin ich gerade hier und jetzt? Bin ich gerade in dieser Connection mit Gott oder nicht? Und ich glaube, sei es in der Politik, in der Wirtschaft, in der Kirche, in der Kunst, es gibt eine Quelle, die uns zur Verfügung steht, die wir, glaube ich, zu wenig in Anspruch nehmen. Und diese Quelle heißt für mich Gott. Gott hat das alles hier erfunden. Er hat einen Plan
Wir sind es, die keinen Plan haben. Wir sind es, die nicht in Synchronität mit seinem Plan sind. Und deswegen herrscht auch Chaos. Und um an dieser Quelle zu kommen, muss man Zeit nehmen. Das ist wie in einer Ehe, wie in einer Beziehung. Wenn man seinen Partner vernachlässigt, dann lebt man sich auseinander. Und so ist es auch mit Gott. Wenn man keine Zeit mit ihm investiert, dann ist man irgendwann nicht mehr gläubig, wenn man es überhaupt war. Und konkret heißt das, dass ich morgens eine halbe, dreiviertel Stunde, manchmal sogar eine Stunde still bete. So fängt mein Tag an. Und ich setze alles in seine Hände und ich versuche, dieses schöne Zitat vom heiligen Ignatius von Loyola zu leben. Bete so, als würde alles von Gott abhängen. Handle so, als würde alles von dir abhängen. Bete so, als würde alles von Gott abhängen. Handle so, als würde alles von dir abhängen. Ich sag nicht, dass ich das gut drauf habe, aber ich versuch's. Vieles drückt sich ja auch in deinen Liedern aus. Inzwischen als Solokünstler international anerkannt, in vielen Stadien unterwegs, auf den Fernsehbühnen und auch auf anderen Wegen. Und dein letztes Album oder dein neuestes Album heißt ja Boats, Based on a True Story. Also von Lebensgeschichten von Menschen, wo du auch dem erspüren willst, oder dabei ihnen erspüren willst, was steckt denn hinter deinem Leben, und das in Musik und in eine Botschaft zu bringen. Vielleicht kannst du uns eins, was dich besonders beeindruckt hat von den neueren Liedern, aus den Lebensgeschichten, ja, und welche Botschaft, welche Ermutigung du den vor allen Dingen jungen Menschen ja überall auch in und durch deine Texte und Musik auch geben willst. Also ich glaube, viele Autoren, Schriftsteller zum Beispiel, die sagen ja fast immer das Gleiche, nur anders verpackt. Jeder Autor hat so ein Thema, ne? Inklusive Thriller. Das ist, wie heißt der, Stephen King, glaube ich, ne? Oder weiß nicht, der macht einen Thriller nach dem anderen. Also jeder Autor hat in der Regel ein Thema. Mein Thema ist sehr einfach. Redemption. Auf Deutsch Erlösung oder ich weiß nicht. Also ich bin ein gefundener, verlorener Sohn. Meine Geschichte ist die des verlorenen Sohns. Als ich Anfang 20 so meine Krise hatte, wollte ich mit dem Leben aufhören. Ich wollte den Stecker ziehen. Ich hatte keine Hoffnung mehr, keine Perspektive, keine Orientierung, keine Erfüllung. Ich war total leer. Ich lebte in einem Schloss, spielte in großen Stadien und eine goldene Schallplatte nach der anderen. Aber ich war nicht erfüllt. Ich war nicht glücklich. Und fühlte mich ein bisschen auch wie so ein Heuchler, weil man will ja die Menschen ja happy machen als Künstler. Wenn man aber selber nicht happy ist, man kann ja nicht geben, was man nicht hat. Und das hat über ein paar Jahre, auch durch eine eineinhalbjährige Psychotherapie, ich musste, wie gesagt, mein Seelentauchen aufräumen und so, zu diesem Schritt ins Kloster geführt. Und da habe ich ein Reset bekommen. Es gibt ein sehr schönes Zitat von Augustinus. Auf Englisch geht es so: Peace is the tranquility of order. Frieden ist die Ruhe der Ordnung. Wenn Dinge nicht in Ordnung sind, sei es in einer Beziehung, dann ist irgendwie so eine Spannung in der Luft. Wenn ich in mir selber so Chaos habe oder Unordnung, dann ich bin ja nicht wirklich in Frieden, bin unzufrieden. Genauso in der Politik, in der Wirtschaft, in der Kirche. Wenn die Dinge einfach nicht in Ordnung sind, gerecht sind, um sie zu zitieren, dann gibt es keinen Frieden. Und ich musste im Kloster erstmal bei mir selber anfangen, Ordnung schaffen, einen Reset. Ich war wie so ein Computer mit zu vielen Viren und Bugs und da musste man einmal ausschalten, neu starten, ordnen. Und wenn ich heute in die Showbusiness-Branche bin oder keine Ahnung, egal wo ich bin, ich habe diese Zelle bei mir. Aber ich muss auch jeden Tag diese Zeit nehmen,
weil man kann, wie gesagt, wie in einer Ehe ganz schnell so auseinanderleben. Also es braucht diesen täglichen I love you, I'm there for you, thank you, please, I'm sorry. Die Basics des Lebens. Das ist eine Beziehung mit dem unsichtbaren Regisseur meines Lebens. So nenne ich ihn. Und ja, das ist ein neues Leben. Also ich kann das Gleiche tun, aber mit einem ganz anderen Zustand und fühle mich, also ich habe keine Angst. Also ich finde das, was man vielleicht, weil du hast gefragt, was könnt ihr Künstler uns Kirche auch mitgeben? Und ich würde einfach einen Papst zitieren, der selber in jungen Jahren auch Künstler war, Gedichte geschrieben, Schauspieler, Pope John Paul II, den durfte ich zweimal treffen. Und er hat gesagt, do not be afraid. Do not be afraid. Fürchtet euch nicht. Öffnet die Türen weit für Christus. Das ist, was es die Kirche einfach von einem Papst, der Künstler war, zurückgeben will, weil er hat mir auch diese Zeile gegeben. Do not be afraid. Ich glaube, die größte Lähmung in unserer Welt ist die Angst vor dem Tod. Stellt euch mal vor, ihr habt keine Angst vor dem Tod. Das ist eine Wahnsinnsfreiheit. Ich habe keinen Bock zu sterben. Ich glaube, das tut weh, das macht keinen Spaß. Und es, jedes Mal, wenn jemand stirbt, den ich liebe, das, boah, da, boah, dieses Trauern, das ist, es dauert und es ist heftig. Aber ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich weiß, dass es nicht vorbei ist. Und das gibt mir eine Wahnsinnsfreiheit. Und das wünsche ich jedem, diese Freiheit vor dieser Angst mit dem Tod, weil das ist ja eine Wahnsinnsmacht, über die man dann verfügt, wenn man die Menschen immer Angst machen kann und Angst, oh, du könntest sterben, du wirst sterben. Natürlich will niemand sterben, aber scheiß auf den Tod, es geht weiter. Life is not over. Dann fängst aus meiner Sicht richtig an. Nichtsdestotrotz möchte ich dieses Leben, solange ich hier sein kann, ja, total leben und auch genießen und auch teilen mit jedem, der, den ich begegne. Wir sind dabei und du bist mit im Gebet und auch der Unterstützung. Vielen Dank. Danke, Georg. Vielen Dank, Paderborn. Dankeschön. Applaus